Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, hier im Saal und zu Hause. Zunächst ein kurzes Vorwort an die Frau Landtagspräsidentin Gödecke. Um das kurz klarzustellen, sie hat gerade gesagt, 4 von 5 Fraktionen finden die Debatte hier wichtig. Die Debatte über Salafismus und den Kern und das Problem von gewaltbereitem Islamismus finden wir Piraten auch wichtig. Was der Herr Kollege Schatz gesagt hat, ist, dass wir hier kein Forum bieten sollten für 5 armselige Männeken in Wuppertal, die mit so Westen rumlaufen und sich Scharia-Polizei nennen. Das war alles. Angst. Angst ist das große Wort. Angst auf beiden Seiten. Erstens unsere berechtigte Angst vor gewaltbereiten religiösen Fanatikern, die uns teilweise auch entsprechend entgegen unserer Gesetze nötigen wollen, dass wir so leben sollen, wie sie das gerne hätten. Angst vor dem Leben, vor dem Weiterkommen, vor dem, was man im Leben denn zu tun hat und zu lassen hat, treibt aber eben auch junge Jugendliche zu diesen salafistischen Bewegungen. Denn da finden sie Halt und da finden sie einen Sinn des Lebens. Und da wird ihnen gesagt, mit ganz einfachen Mitteln können wir dir sagen, wie dein Leben zu leben ist. Und dann geht es dir gut. Und was wir tun können und was wir tun sollten gegen diese salafistischen Bestrebungen und das Mittel, was wir immer wieder hochhalten sollten, das ist die Bildung, das ist die Aufklärung dieser Menschen, dass einfache Lösungen eben nicht immer die besten Lösungen sind, meine Damen und Herren. Und Prävention, und da ist das Programm Wegweiser ein guter Baustein, Prävention ist immer besser als Verbote. Nun sitzen wir hier und stehen hier am Rednerpult und dann höre ich, und heute passt es mal aus das Leben des Brian. Wer hat den Stein geworfen? Sie war's. Und die CDU sagt, naja, die Landesregierung hat kein Konzept und Rot-Grün hat kein Konzept und immer nur Mecker, Mecker. Aber dann frage ich ganz ehrlich, liebe CDU und auch liebe FDP, wo sind denn Ihre Konzepte? Wo sind denn Ihre Vorschläge, außer immer nur zu sagen, was Rot-Grün macht, das ist schlecht und wir müssen mehr machen. Wo sind Ihre konkreten Vorschläge an diesem Punkt? Und Ihr Kollege Wolfgang Bosbach hat heute Morgen gesagt in einem Interview, und da geht es um das Thema Abgrenzung voneinander anstatt Einschluss und Kooperation, Einschluss aller gesellschaftlichen Gruppen und Kooperation. Er hat heute Morgen gesagt, die muslimischen Verbände, die müssen unbedingt was tun. Aber das kann doch nicht die Antwort sein, immer nur auf die anderen zu gucken und zu sagen, die anderen, die machen alles falsch, sondern auch die christlich-konservativen müssen doch mal sagen, was ihre Lösungen bei dem ganzen Punkt sind. Denn die Gesellschaft tut nichts dagegen, ist eben nicht die Antwort. Wir sind nicht nur Teil der Gesellschaft, sondern wir sind Entscheider in dieser Gesellschaft. Und wir müssen hier sagen, wie wir weiter vorgehen wollen gegen religiöse Fanatisten. Und eins geht definitiv nicht. Law and Order und Vereine und Versammlungen verbieten, und das geht auch in Richtung der SPD und den Grünen, denn das steht so in Ihrem Antrag zur Aktuellen Stunde. Das ist nicht die einzige Lösung. Sie schreiben, die Prävention muss dazu, da sind wir bei. Aber was ganz wichtig ist, diese Gruppen und gerade diese Scharia-Polizei, die bewegen sich ja nicht mehr in den Grenzen unserer geltenden Gesetze. Und wir haben Gesetze und die müssen wir doch am Ende gegen diese Gruppen anwenden und sonst nichts. Wir haben die Handhabe doch. Und als allerletztes, ich habe jetzt über das Thema geredet. Sie haben das hier ins Parlament gebracht, aber ich möchte nicht das i-Tüpfelchen sein für diese Scharia-Polizei. Ich glaube, was in Dortmund passiert ist, und da müssen wir nur 2 Wochen zurückdenken. Da ist das erste Mal dieser Stadtschutz aufgetreten. Und da ist genau das Richtige passiert. Da wurde kurz lokal darüber berichtet. Und dann haben wir da den Mund gehalten und haben gesagt, die paar Spinner, da wurde gegen vorgegangen und jetzt ist das Thema um. Dieses Forum, was wir einer Scharia-Polizei, was wir 5 verblendeten Leuten hier bieten, das ist viel zu groß. Und deswegen beende ich jetzt hier auch meine Rede. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr